Herzlich willkommen beim Expertentalk. Mein Name ist Matthias Wald und ich bin der Moderator. Ich freue mich ganz besonders, heute Alexander Plath zu begrüßen. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne, sehr gerne. Alexander Plath, Sie sind Trainer, Business Coach und Speaker und Sie sind Experte für Rhetorik, Körpersprache und Präsentation. Welche Probleme Ihrer Kunden lösen Sie? Ich würde sagen, das Hauptproblem, das ich löse, ist das Thema Sichtbarkeit. Es gibt so viele Menschen, die sind fachlich gut qualifiziert, die sind kompetent und werden dann trotzdem von anderen überholt, die weniger drauf haben. Und das ärgert die natürlich, denn klar, wer möchte schon gerne von einem Dünnbrettbohrer an die Wand gestellt werden? Und das ist das Thema, das ich mit denen angehe. Wie kann ich das, was in mir drin steckt, besser nach außen bringen, damit es die anderen auch wahrnehmen? Okay. Wie muss man das vorstellen? Was für einen besonderen Nutzen stiften Sie Ihren Kunden? Ich sorge dafür, dass der Kunde sich A, darüber klar wird, was ist seine, ja, oftmals sogar Alleinstellung, aber was ist das Fachwissen, was ist die Kompetenz, was kann ich meinen Kunden bieten? Und dann gehe ich mit ihm ran und wir erarbeiten gemeinsam, wie kann er das als Person rüberbringen, wie kann er das als Mensch rüberbringen. Denn es bringt ja nichts, wenn sie gut sind und keiner nimmt es wahr. Okay, das hat ja, denke ich mal, oftmals mit dem ersten Eindruck viel zu tun. Und ich habe auf Ihrer Webseite gelesen, einen Fachbegriff limbische Rhetorik. Was muss ich mir darunter vorstellen? Ja, also der erste Eindruck hat auch viel mit der limbischen Rhetorik zu tun. Ich glaube, jeder kennt den Spruch, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Nur ich bin mir nicht so sicher, ob die meisten Menschen tatsächlich etwas daraus machen oder dafür tun. Der erste Eindruck ist für mich so ein bisschen, wir gehen jetzt einkaufen am Wochenende, wir wollen uns ein Buch kaufen, weil wir mal wieder endlich richtig Zeit zum Lesen und ausnahmsweise mal nicht Amazon, sondern rein im Buchladen. Und vorne sind dann die Bücher mit den bunten Umschlägen, mit der großen Werbung. Und weiter hinten im Buchladen, da finden wir dann die Bücher, vielleicht mit einem grauen Umschlag, nicht ganz so spannend. So. Und die meisten Menschen würden doch vorne eins von den Büchern nehmen, um es mit nach Hause zu nehmen, zum Lesen und nicht die hinten drin. Aber das sagt nichts darüber aus, was in dem Buch drin steht, denn dafür müssen Sie es erst lesen. Nur wenn der Umschlag keine Lust macht, dann lesen Sie es auch nicht. Und das ist bei Menschen genauso. Wenn Ihr erster Eindruck, wenn Ihr Auftreten und Ihre Wirkung keine Lust macht, sich mit Ihnen zu beschäftigen, wenn ich Sie nicht emotional in irgendeiner Weise anspreche, dann können Sie so gut sein, wie Sie wollen. Es merkt kein Mensch. Kann man dann sagen, dass man definitiv keine zweite Chance hat bei seinem Gegenüber? Naja, das ist reine Semantik alleine schon, dass es keine zweite Chance gibt, weil wenn es für den ersten Eindruck gibt es ja nur eine Chance, denn wäre so nicht mal der erste Eindruck. Natürlich haben wir eine zweite Chance. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn ich den ersten Auftritt versaue, dass ich keine zweite Chance habe. Nur es ist leichter, mit einem starken Auftritt dann weiterzumachen. Da kommt ein weiterer Aspekt mit dazu aus der Psychologie, der sogenannte Halo-Effekt oder der Heiligenschein-Effekt. Das bedeutet also, wenn Sie einen Heiligenschein aufhaben, dann glaube ich eher aus dem Bauch heraus, dass sie gut sind, wie als wenn sie Teufelshörnchen aufhaben. Okay. Und das heißt, wenn sie einen starken ersten Eindruck haben, starten sie hier und haben schon mal Vorsprung. Haben sie einen weniger guten ersten Eindruck, starten sie hier und brauchen erstmal Energie, um wieder auf Normalnull zu kommen, um erstmal wieder, dass die Menschen erstmal sagen, okay, mit dem möchte ich mich auch wirklich beschäftigen. Okay. Die Menschen, die Sie so trainieren, sind das eher kleine Gruppen oder ist das Einzelcoaching? Sind das dann die Geschäftsführer oder eher die Mitarbeiter? Wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn wir jetzt reingehen wirklich in das Thema Präsentationstraining und Rhetoriktraining und Körpersprachetraining, sind das Gruppen von 6 bis 8 Menschen maximal, weil wenn wir in 2 Tagen arbeiten, es geht um die praktische Arbeit. Ich habe die Kamera mit dabei und ich möchte, dass die Menschen auch sich selber erleben und dass wir das auch anfassen können. Natürlich auch Coaching. Coaching ist eher im Bereich Geschäftsführer, Vorstände, weil da geht es oft auch darum, weniger Zeit, wir müssen in kurzer Zeit viel erreichen und dann möchte auch nicht jeder, dass die anderen wissen, dass er da in der Richtung was macht. Ja, natürlich mache ich auch Dinge, Sie haben gesagt, ich bin Speaker, ich mache auch vor großen Gruppen, nur da geht es dann eben weniger um das Anwenden, da geht es dann mehr um die Motivation, den Impuls zu setzen und zu sagen, hey, mach mal was in der Richtung. Hinter uns läuft ja auch gerade so ein paar Bilder, die das so ein bisschen transportieren sollen. Machen Sie auch Moderationen? Ich mache auch Moderationen, ja. Okay. Ich mache sowohl Moderationen als auch Vorträge und ich kann ja auch schlecht den Menschen was trainieren, was ich nicht selber mache. Genau, das macht Sinn, ja. Und auch der erste Eindruck ist gut, ja. Und wie viele Zuschauer oder Zuhörer haben Sie dann in so einer Großveranstaltung? Das ist unterschiedlich. So eine Großveranstaltung fängt ja irgendwo an, so vielleicht bei 50 Teilnehmern. Und die größte Veranstaltung, die ich bisher gemacht habe, das war in der SAP Arena in Mannheim, das waren 15.000. Okay.
Und auf so einer Großveranstaltung, wenn Sie dann was über persönliches Auftreten und das Wirken erzählen, denken Sie, dass bei den Leuten das dann auch schon was ankommt, dass sie schon was mitnehmen können? Also Tools, geben Sie da irgendwelche Tools an die Hand? Ja, also Großveranstaltungen haben natürlich die Herausforderung, Menschen zu aktivieren. Und das ist etwas, was ich auch in den Trainings selber trainiere, denn es bringt nichts, wenn ich was sage, ohne dass es bei den Menschen ankommt. Sie haben vorhin das Stichwort limbische Rhetorik gebracht. Also limbisch kommt ja daher, wenn wir unser Gehirn anschauen, gibt es das Großhirn, auf das wir so stolz sind. Und dann gibt es innen drin das limbische System, das ist das zweitälteste entwicklungsgeschichtlich. Und das ist der Sitz der Emotionen. So, und so stolz wir auf das Großhirn sein können, weil das unterscheidet uns von allen anderen im Tierreich letzten Endes, das ist nicht derjenige, der am Steuer sitzt. Am Steuer sitzt das limbische System. Das heißt also, der Sitz unserer Emotionen. Nur dann, wenn es mir gelingt, sie emotional neugierig zu machen, dann werden sie die Fakten auch aufnehmen, die ich ihnen bringe. Und das ist genau der Punkt bei großen Veranstaltungen. Ich habe die Herausforderung, dass ich sie emotional erreiche und dann kann ich ihnen auch Wissen transportieren. Das heißt also zum Beispiel zwei Werkzeuge aus der Rhetorik, die bei großen Gruppen sehr gut funktionieren, ist das Arbeiten mit Fragen. Fragen haben einen spannenden Effekt. Selbst wenn ich Ihnen eine rhetorische Frage stelle, dann geht in Ihrem Gehirn sozusagen eine rote Lampe an, die sagt, oh, aufpassen, der Plat könnte eine Antwort von mir wollen. Mhm. Und das Zweite ist alles, was in den Bereich bildhafte Sprache reingeht. Denn Metaphern, Storytelling, das sind die Dinge, mit denen ich auch bei einer großen Gruppe arbeiten kann. Denn ich kann bei ein paar tausend Menschen ja nicht jeden vor die Videokamera stellen und mal selber ein Feedback sich geben lassen. Jetzt haben Sie ganz viel schon auch über Emotionen gesprochen. Gibt es denn ein witziges Problem, was Sie schon mal Ihren Kunden gelöst haben? Ja, also für mich weniger witzig, aber trotzdem lächle ich innerlich immer wieder, wenn ich Kunden habe, die mir sagen, ja, das ist alles schön und gut, Herr Plath, mit dem Storytelling, das haben wir verstanden. Aber bei uns in unserer Branche funktioniert das nicht. So, und das passiert halt häufig okay. In der technischen Branche. Mhm. Da habe ich ein Beispiel davon. Ich habe Ingenieure trainiert und die verkaufen Ventile und Fittings, also ein totales sexy Produkt. Okay. Ja. So, und da geht es oft nur um den Preis. Mhm. Und da haben wir in einem Workshop entwickelt, dass wir gesagt haben, hey, hört doch auf, für den Preis zu argumentieren, da könnt ihr nur verlieren. Irgendeiner ist immer günstiger. Mhm. Und haben ein Beispiel entwickelt, die nehmen jetzt am Anfang der Präsentation eines von ihren Ventilen, etwas Größeres, Solideres, und eins vom Mitbewerber, das ist halt leichter und macht nicht so viel her. Geben das den Kunden einfach in die Hand und sagen, hier nehmen Sie mal ne, das von uns, das von den anderen und sagen gar nichts dazu. Und wenn es am Ende um den Preis geht, dann sagen Sie so, und jetzt schauen Sie mal, Herr Wald, wenn Sie jetzt vor der Maschine stehen würden, in der das Ventil eingebaut ist, was würden Sie sich denn wünschen? Dass dieses eingebaut ist oder dass dieses eingebaut ist? So, und das ist der Punkt, wo der Preis dann bildhaft, oh ja, stimmt ja, da ist ja eine Gegenleistung mit dabei. Und das geht, ich habe noch niemanden erlebt, der es mir tatsächlich nachweisen konnte, sei es rein technische Branchen, rein Finanzbranche, in dem ich nicht mit bildhafter Sprache arbeiten kann. Okay. Wenn Sie jetzt dann mit Menschen arbeiten in so kleinen Gruppen und im Endeffekt will man den, das ist ja ein Wissenstransfer auch, was Sie machen, aber im Endeffekt haben die ja jeder Mensch seine Glaubenssätze und seine Persönlichkeit. Sie müssen ja quasi mit diesen Menschen dann auch an ihrer eigenen Persönlichkeit arbeiten, dass die darüber hinauswachsen. Ja. Deswegen meine Frage an Sie, wie würden Sie Ihre Persönlichkeit beschreiben? Ich glaube, ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Auch das kommt so von dem Grundglauben her, dass egal, was ich gemacht habe im Leben, ich bin immer auf die Füße gefallen. Und eines meiner Lieblingszitate ist, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Ich bin also auch ein Mensch, der sich für Dinge begeistern kann. Und ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Also so Papier von rechts nach links, da wäre ich nicht der Richtige dafür, da würde ich ganz nervös werden. Aber wenn ich Menschen um mich herum habe, das ist das, da blühe ich auch auf, da macht mir das auch Spaß. Wenn Sie anderen Menschen einen Tipp geben würden, wie man glücklich oder vielleicht sogar erfolgreich werden kann, welcher Tipp wäre das und warum? Also ich glaube, ein Tipp, der sowohl für glücklich als auch erfolgreich wichtig ist, und erfolgreich ist immer die Frage, wie definieren Sie Erfolg? Ist ja nicht nur der materielle Erfolg, es kann ja auch eine tolle Familie zu haben, ist ja auch ein Erfolg. Natürlich. Ne? Ich glaube, das ist die Kundenbrille. Die Kundenbrille bedeutet für mich, sich zu überlegen, wenn ich mit jemandem kommuniziere, wenn ich mit jemandem zusammen bin, wenn ich mit jemandem zusammen arbeite, wenn ich mit jemandem zusammen lebe, die Welt aus der Sicht des anderen zu betrachten und zu verstehen, was ist dem denn wichtig, was sind dessen Glauben und Wertsysteme und mein Verhalten und meine Kommunikation darauf anzupassen. Das ist, glaube ich, der wichtigste Tipp. Und was ich oft auch dazu sage, ist, dass ich den Menschen sage, achtet mehr auf die Körpersprache und weniger auf die Sprache, weil die Körpersprache ist das, was die Emotionen transportiert. Okay. Darf ich Sie fragen, wie lange sind Sie im Business? Sind Sie selbstständig? Ja, also ich habe 2007 die Plath & Partner AG gegründet. Ich war vorher ja Vertriebsdirektor für den Auslandsbereich in einem mittelständischen Unternehmen und habe da schon
ja, Trainings und Coachings gemacht, weil wenn sie wachsen wollen international, dann geht es natürlich darum, die Mannschaft zu trainieren, die Mannschaft ihnen die Werkzeuge, die Ressourcen zu geben, die sie brauchen, um den Job zu machen. Da habe ich auch gemerkt, dass das mein, wenn es sowas gibt wie Berufung, großes Wort, aber wenn es sowas gibt, dann ist das mein Ding. Also ich mache sicherlich Trainings und Coaching jetzt seit 20, 25 Jahren. Okay. Ich habe ein paar Videos mir angeschaut von Ihnen und ich habe gesehen, dass Sie auch auf Englisch dann moderieren oder Vorträge halten. Ja. Wie ist das dann mit der Sprache? Weil das ist ja auch ein Instrument, sage ich jetzt mal, die Sprache. Wenn man kein Native Speaker ist, und fühlt man das dann auch so und kann man das dann auch transportieren, die Botschaften, die Sie haben? Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass, also bei mir persönlich, dass also Native Speaker ist natürlich klar, Muttersprache ist ein Riesenvorteil. Ja. Der Knackpunkt für mich ist dann dabei, wenn jemand eine Sprache so gut spricht, dass er in dieser Sprache anfängt zu denken. Ja. In dem Moment, wo sie anfangen, das in einer Sprache zu denken, fühlen sie die Sprache auch. Mhm. Mein Vorteil in dem Fall ist, dass ich einige Jahre in den USA gelebt habe. Und ich darf es sagen, weil ich drum gelebt habe, die Amerikaner sprechen alle drei Sprachen, sie dürfen sich eine aussuchen. Englisch, Englisch oder Englisch. So. Und wenn sie vor der Herausforderung stehen, sprechen sie also am besten Englisch. Okay, okay, und, das ist gut. Ja. Gibt es irgendeinen Film oder eine Buchempfehlung, die Sie für uns haben? Also was Filme betrifft, ein Schauspieler, den ich absolut fantastisch finde und der viel zu früh gegangen ist Robin Williams. Mhm. Und wenn ich mir die Filme von ihm anschaue, zum Beispiel Club der Toten Dichter, dann das spricht mich emotional sehr, sehr an. Mhm. Und was geht es da in dem Film, falls für die Zuschauer, die den Film nicht gesehen haben? Beim Club der Toten Dichter geht es eben um einen Lehrer, der letzten Endes in einer Jungenschule die Jungen dazu motiviert und ihnen auch die Kraft dafür gibt, sich selber zu finden und ihrer Leidenschaft nachzugehen, also das aus dem System herauszugehen, aber mit all dem Preis, der dafür auch kommt, also sehr... Ich will jetzt nicht zu viel sagen, um es nicht vorwegzunehmen, für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, ein sehr, sehr anschauenswerter Film. Und ich glaube, es spricht mich auch an, es passt ja auch zu dem Thema, was ich habe, ist die Leidenschaft. Leidenschaft ist Emotion. Mhm. In ihm brennt in jeder Rolle das, was er darstellt. Sie inspirieren mich da ein bisschen, weil ich habe den als Jugendlichen geschaut. Mhm. Ich könnte Ihnen jetzt die Geschichte nicht so wiedergeben, aber weil ich das Thema spannend finde und mich so Themen auch berühren, werde ich mir den als Erwachsenen jetzt noch mit einer anderen Brille, glaube ich, anschauen, weil ich das dann hochinteressant finde, was man dann für eine Denke bekommt. Ne? Ja, ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen und ich finde ihn jedes Mal wieder super und entdecke jedes Mal auch noch Nuancen, die ich vorher nicht gesehen habe. Haben Sie ein Feedback für mich über den ersten Eindruck von mir, dass ich was lernen und mitnehmen darf? Aber die Kamera ist doch noch an. Ich glaube, das Entscheidende beim ersten Eindruck, und das ist mir sehr positiv aufgefallen, das eine ist der Blickkontakt und das zweite ist das Lächeln und das Lachen. Und das hat einen guten Eindruck auf mich gemacht. Das sind auch die beiden Dinge, die wirklich die stärkste Wirkung haben. Der erste Eindruck ist so einfach und gleichzeitig doch trotzdem so schwer. Aber sehen Sie, jetzt habe ich wieder was gelernt, weil gerade dieses, das sind ja zwei einfache Sachen eigentlich. Ja. Ne? Klar, so ein Lächeln natürlich, das wissen vielleicht viele noch, aber diesen Blickkontakt halten und dieses Präsentsein einfach. Ne? Danke für das Feedback. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken, dass Sie heute mein Gast waren. Sehr inspirierend, sehr spannend. Und ich finde, Sie sind ein Experte auf jeden Fall. Und danke, dass Sie da waren. Vielen Dank für die Einladung. Okay. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ja, und viel Spaß beim Anschauen. Dankeschön. Wenn auch Sie mal beim Experten-Talk dabei sein wollen, dann melden Sie sich über das Kontaktformular oder rufen Sie mich an. Ich würde mich freuen. Machen Sie es gut. Bis bald. Sie sind in Ihrem Business Problemlöser und Experte zugleich? Teilen auch Sie Ihr Know-how und nutzen Sie die Möglichkeit, sich individuell zu präsentieren. Erfahrungen und Know-how haben Sie zu dem werden lassen, was Sie heute sind. Seien Sie dabei. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir freuen uns auf Sie. www.experten-talk.com